Ich habe den Sigvard als äußerst loyales Vereinsmitglied kennengelernt. Er ist ja auch nicht so schade, mich bei den geringsten Kleinigkeiten zu unterstützen. Durch seine gesellige und hilfsbereite Art und das Unternehmerische, was er hat, dass er einfach auch was vorwärts bringt. Den ADFC vor vielen Jahren so richtig in Schwung gebracht. Er kann die Leute fürs Radfahren begeistern. Denn er hat immer die Touren mit den meisten Teilnehmern. Dieses Jahr habe ich eine Tour gemacht, die hieß Auf den Spuren unseres Brotes. Das ist bei allen gut angekommen und ich denke, dass solche Thementouren für viele Bürger interessant sind. Nächstes Jahr machen wir vielleicht eine, wo unser Bier herkommt. Und gemeinsam haben wir sogar einen zertifizierten Radweg mit 4 Sternen erschaffen. Das ist der Albtäler Radweg. In seiner Zeit als Vereinsvorstand hat er dann auch eine ganze Menge Sachen durchgeführt. Es gibt in Heidenheim und in Gingen von unserem Verein im Frühjahr jeweils einen Fahrradmarkt. Und der Sigvard hat da ein System uns beigebracht, wie man das Handling macht, dass keine Fahrräder verloren gehen. Die bekommen alle so eine Marke drauf. Dadurch sind die Fahrradmärkte inzwischen überregional bekannt. Da kommen also Leute bis aus Ulm, aus Geislingen, Göppingen, um ihre Fahrräder bei uns zu verkaufen. Also das ist richtig erfolgreich geworden. Er macht die Radwegebeschilderung im ganzen Landkreis Heidenheim. 2010 haben wir angefangen mit dem Grader-zu-Grader-Radweg. Da haben wir also 175 Schilder verbaut. Nachher habe ich es zählt aufgegeben, aber es dürften im Landkreis Heidenheim gut so über 1000 Schilder, die von mir angebracht wurden, vorhanden sein. Und der Sigurd Schottke ist aber dann auch im benachbarten Landkreis immer mit am Ball. Vor kurzem war ich auch mal in seiner Werkstatt. Und da hat man gesehen, dass er nicht nur neue Schilder einfach montiert, sondern dass er auch versucht, kaputte Teile von den Schildern wieder zu reparieren. War ich dann vollkommen erstaunt, dass er das so weit geht. 2017 hat das Fahrrad hier seinen 200. Geburtstag gefeiert. Und dort haben wir eine Ausstellung organisiert, die wir dann dankenswerterweise im Rathaus aufbauen konnten. Ich fand es so informativ und so super zusammengestellt und also richtig gut. Also für den Heidenheimer Raum war das eine klasse Sache. Anlässlich der Landesgartenschau in Heidenheim hat der Sigvard die Initiative ergriffen, mit dem anderen Heidenheim, nämlich Heidenheim am Hahnenkamm, das liegt in Bayern, eine Radfahrbrüderschaft entwickelt. Und seither verbindet uns mit den Radlern aus Heidenheim am Hahnenkamm eine Freundschaft, die jetzt also 12 Jahre besteht. In den 12 Jahren haben wir 10 Touren gemacht, immer abwechslungsweise einmal in unserer Region, einmal in der Region von Heidenheim am Hahnenkamm.